Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Seelsvakantist. Wir haben heute Pfingstmontag, den 9. Juni 2014. In einigen Tagen, am 20. Juni 2014, ist ein sogenannter Tag des Cholesterins geplant von der sogenannten Lipidliga der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen. Diese Lipidliga empfiehlt auf ihrer Homepage, dass man sein Cholesterin öfters überprüfen lassen sollte und dabei sollten die Gesamtwerte des Cholesterins unter 200 Milligramm Deziliter liegen und die Werte für das HDL, das High Density Lipoprotein, über 40 Milligramm Deziliter. Diese Empfehlungen werden häufig auch von Ärzten so gegeben. Und gerade zum Thema Cholesterin existieren eben viele Mythen bzw. Fragwürdigkeiten. Und gerade bei dem Thema ist es eben meines Erachtens relativ leicht möglich, sich eher eine eigene Meinung, eine begründete Meinung zu bilden, weil die Messung der Cholesterinwerte und der LDL, HDL-Werte für jeden relativ einfach und kostengünstig möglich ist. Und fangen wir mal an. Diese Unterscheidung HDL als gutes Cholesterin und LDL als böses Cholesterin wird auch nicht so von allen, jedenfalls heutzutage, so ganz fest gesehen. Zum einen meinen manche, dass es ein hoher HDL-Wert nicht unbedingt so gesundheitsförderlich sein muss und andererseits, dass ein höherer LDL-Wert auch nicht unbedingt negativ sein muss. Also zum Beispiel bei dem LDL wird mittlerweile häufiger auch noch genauer unterschieden zwischen den einzelnen Stufen, wobei die ganz kleinen und dichten Lipoproteine, die Small Dense, Low Density Lipoproteins, eben als besonders risikoreich für den Körper gelten. Denn gibt es eben noch weitere Debatten, was ist mit diesen Cholesterinsenkern? Also man könnte natürlich erstmal argumentieren, ist das eigentlich so gesichert, dass man wirklich einen Vorteil davon hat, wenn der Gesamtcholesterinwert unter 200 liegt oder hat man einen großen Nachteil, wenn er über 200 liegt? Da gehen die Meinungen schon auseinander. So, dann was die Cholesterinsenker betrifft, da werden häufig eben Statine gegeben. Und da hat er eben festgestellt, die Leute, die Statine nehmen, die achten dann im Allgemeinen sogar eher noch weniger darauf, dass sie durch eine andere Lebensführung, eine gesundere Lebensführung, ihre Konstitution verbessern, eben auch hinsichtlich der Cholesterinzusammensetzung oder Lipoproteinzusammensetzung im Blut. Dann gibt es auch noch die Frage, was ist mit, zum Beispiel mit Pflanzensterinen, die man häufiger in zum Beispiel Margarine findet? Die Initiative Foodwatch hatte vor einigen Jahren deswegen mal den Hersteller einer solchen Margarine, und zwar Unilever, Hersteller von Bekel oder Bekel Proaktiv, sogar auch mal verklagt wegen der Vermarktung dieser Margarine, dass man die also in jedem Supermarkt kaufen könnte und es sehr fragwürdig wäre, dass jeder so an seinen Cholesterinwerten herumdreht und tatsächlich diese mit Pflanzensterinen angereicherten Lebensmittel sind also doch einigermaßen in die Kritik geraten. Also dann ist auch noch die Frage, was ist mit dem Placebo-Effekt und dem Nocebo-Effekt. Also Placebo heißt, ich werde gefallen, Nocebo heißt, ich werde schädigen. In manchen Studien gibt man Leuten einfach nur scheinbar irgendeinen Wirkstoff, irgendein Medikament und man überprüft dann, wie dann dieses scheinbare Medikament auf die jeweiligen Testpersonen wirkt. Und da stellt man eben fest, dass manche Leute eben Heilungen oder auch Schädigung, also Nebenwirkungen von den Medikamenten
erfahren, die sie eigentlich nur zum Schein, also die sie nur in ihrem Irrtum zu sich genommen haben, aber in Wirklichkeit haben sie irgendwelche leeren Präparate genommen, also Mehl oder sowas. So, das ist also die eine Geschichte. Die ganze Debatte über die Wirksamkeit und die Notwendigkeit und die Fragwürdigkeit von cholesterinsenkenden Mitteln wie eben Statine oder Pflanzensterine ist ein Kapitel für sich. Dann, was kann man denn tun, um seine Cholesterinwerte möglichst gut zu halten? Also wie gesagt, es geht eben doch ziemlich die Einsicht dahin, dass speziell diese SD-LDL-Zusammensetzung im Blut risikoreich sein kann. Was kann man denn machen? Also ich denke, für jeden sollte es klar sein, dass sportliche Betätigung, dass Gymnastik sehr der Gesundheit förderlich sein kann. Und tatsächlich zeigt sich eben auch in Studien, dass gerade eben regelmäßiger Sport eine Verbesserung auch der Blutfettwerte zur Folge haben kann. Ich habe in anderen Videos schon was gezeigt, was ich mir so unter Gymnastik vorstelle, welche Gymnastik ich jeden Tag mache. Und da gehe ich jetzt auch nicht weiter darauf ein, aber das ist also meines Erachtens die erste Überlegung, den Körper etwas fit zu halten. Meine Empfehlung ist, sechsmal die Woche jeweils täglich etwa 20 bis 25 Minuten Gymnastik, leichte Gymnastik, die man individuell jeweils anpasst. Und gegebenenfalls, so mache ich das auch, also aufteilt, dass man nicht immer 20 bis 25 Minuten am Stück das machen muss, weil das doch auch schon etwas anstrengend sein kann. So, die zweite Sache, wenn man seine Cholesterinwerte verbessern möchte, sollte dann überhaupt auch die Lebensführung mit der Ernährung sein. Also die Zufuhr von Alkohol und von Nikotin sollte doch, wenn überhaupt, dann nur sehr, sehr in Maßen erfolgen. Und auch Übergewicht ist nicht so, meines Erachtens, unbedingt erstrebenswert, obwohl manche eben auch sagen, man könnte dick und gesund sein. Ist ein Kapitel für sich, würde ich nicht unbedingt empfehlen. Was ist eine gesunde Ernährung? Naja gut, da kann man natürlich fragen, wie man will, und dann kriegt man auch die Antworten, die man will, je nachdem. Also da gibt es eben ganz unterschiedliche Fraktionen. Meine persönliche Empfehlung ist halt die, dass man sehr viel, zum Beispiel Nüsse, in seinen Ernährungsplan einbaut. Also ich esse pro Tag so um die 100 Gramm Nüsse und 20 bis 30 Gramm Mandeln noch zusätzlich, also praktisch jeden Tag. Dann esse ich Gemüse, esse ich aber auch ein- bis zweimal die Woche beim Buffet zum Beispiel, vorzugsweise im Buffet, wenn man das sich individuell zusammenstellen kann, auch Fisch, also auch dann wiederum vornehmlich fetten Fisch, also Hering, Makrele, Lachs. Und auch etwas Fleisch, also weil Fleisch auch vor allem als Eisenlieferant gut ist, zum Beispiel Schweinefleisch, Leberwurst und so weiter. Dann der dritte Punkt für die Cholesterinsenkung, naja, das ist also eine sehr persönliche Überzeugung von mir. Ich habe vor einigen Monaten angefangen, nachdem ich darüber verschiedentlich gelesen hatte, Krillöl zu nehmen. Ich hatte vorher also auch schon öfters mal Lachsöl genommen, so Kapseln. Und Krillöl ist jetzt momentan so ein bisschen en vogue. Meines Erachtens spricht sehr viel für Krillöl. Da muss man eben selber entscheiden, ob man Nahrungsergänzung überhaupt nehmen will oder ob man dann speziell Krillöl nehmen will. Wie gesagt, das sind Empfehlungen, und das Schöne gerade beim Thema Cholesterin ist, man kann eben sich selber ein bisschen mehr Klarheit verschaffen. Man ist nicht nur angewiesen auf irgendwelche Studien, auf irgendwelche Untersuchungen, sondern man kann also selber an einem schönen Tag zur Apotheke gehen und sagt, hallo, jetzt untersuchen Sie mal Gesamtcholesterin sowie die LDL, HDL und Triglycerinwerte.
Und mit dem Wert, der kostet vielleicht 13, 14 Euro, hat man schon mal eine erste Übersicht. Und dann kann man ja anfangen, seine Ernährung oder Lebensführung also ein bisschen anzupassen. Ich habe das früher schon mal gemacht, als ich zum ersten Mal darüber gelesen habe, dass diese Cholesterinbomben-Eier, also Eier sind tatsächlich Cholesterinbomben, den Cholesteringehalt im Blut keineswegs unbedingt erhöhen müssen. Ganz im Gegenteil, sie können den auch senken. Und ich hatte damals gerade mal gemessen, 195, also noch unter der Schwelle von 199, aber doch ein bisschen nahe dran. Und dachte ich so, jetzt esse ich mal jeden Tag mindestens ein Ei. Und nach einigen Wochen hatte ich tatsächlich den Wert auf 175 dadurch gesenkt. Also dadurch eben, weil ich eben sonst die Ernährung gleich behalten habe. Also da war mir klar, also da scheint doch einiges dran zu sein, dass das mit dem gefährlichen Ei so ein Mythos sein muss. Und mit der Butter, die auch eben cholesterinhaltig ist, ist es meines Erachtens auch sehr ähnlich. Bei dem Grillöl ganz genauso. Also wie gesagt, man hat seinen Anfangswert beim Cholesterin messen lassen. Man stellt dann eben seine Ernährung in einzelnen Punkten ganz konkret mal um. Also indem man entweder Grillöl nimmt oder Eier oder Butter oder sowas isst. Und dann nach 2 Wochen geht man dann nochmal zur Apotheke und lässt den Gesamtwert überprüfen. Der ist dann eben wesentlich billiger, kostet vielleicht 3 Euro. Und wenn der Wert dann nicht signifikant gestiegen ist, dann kann man mit seinem Experiment fortführen und nach insgesamt 4 Wochen nochmal den Gesamtcholesterinwert überprüfen lassen. Und wenn sich da also auch keine Anzeichen und Bedenken für irgendwelche Schädigungen geben, macht man dem noch eine Zeit lang weiter, weil normalerweise solche Veränderungen schon ihre Zeit brauchen. Und wenn es also wirklich gefährlich wäre, könnte man eben sehr früh dieses Experiment abbrechen. Aber nach so 2 bis 3 Monaten sollten sich also schon wirkliche Resultate zeigen, wenn es denn irgendwie eine Gefahr oder einen Vorteil von dieser Umstellung, von der jeweiligen Umstellung geben sollte. Und wenn man dann eben nach 2 Monaten, insgesamt 2 Monaten dieser jeweiligen Umstellung, nochmal die differenzierte Analyse der Blutfettwerte dann vornehmen lässt, kann man entscheiden, war das jetzt richtig, Butter zu essen, Eier zu essen, Grillöl zu nehmen, auch meinetwegen Fisch und Fleisch zu sich zu nehmen, war es falsch. Die Entscheidung muss eben dann jeder selber treffen, aber gerade eben bei diesem Bereich ist es eben schön, dass man da sich selber etwas mehr Gewissheit verschaffen kann, nicht nur auf fremde Studien von irgendwelchen fremden Leuten und fremden Wissenschaftlern angewiesen ist. Warum habe ich mich damit beschäftigt? Vor allem in meiner Eigenschaft als Priester. Ja, eben gerade wegen meiner Eigenschaft als Priester meine ich auch, dass jeder Mensch eben auch Verantwortung hat für seine Lebensführung. Und mir kommt es darauf an, möglichst lange, möglichst leistungsfähig zu bleiben. Und das ist meines Erachtens eine christliche Pflicht. Deswegen möchte ich eben jeden ermutigen, auch dieses spezielle Thema Cholesterin, Gefahr für Herz-Kreislauf, sich einmal durch den Kopf gehen zu lassen und vielleicht da gewisse Änderungen, Verbesserungen in seiner Lebensführung dann anzustreben.